Elisabeth Motschmann. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, die Lage im Südsudan ist nach wie vor dramatisch. Kollege Stresser hat es beschrieben. Man kann auch sagen, katastrophal. Die Gewaltausbrüche haben nicht abgenommen, eher noch zugenommen. Und aufgrund dieser Tatsache müssen wir überlegen, gehen wir mit diesem Staat weiter um? Gehen wir den Weg zum Frieden mit diesem Staat oder lassen wir es sein? Die Linke kommt zu dem Entschluss, wir lassen es sein. Das halte ich für komplett falsch, Frau Buchholz, weil Sie lassen damit die Menschen allein. Sie lassen die Kinder, die Mütter, die Alten, die Kranken, Sie lassen sie alle allein und sagen, ist mir doch egal, ist mir doch egal. Lass 4,8 Millionen Menschen hungern, lass sie vertrieben sein, lass 1 Million Menschen in Nachbarstaaten fliehen. Immerhin über 200.000 Menschen suchen in den Einrichtungen von UNMISS Schutz. 200.000 Menschen. Und Sie sagen, ist mir egal. Die Vereinten Nationen, nee, ich höre sehr genau zu, Frau Buchholz, da können Sie sich drauf verlassen. Die Vereinten Nationen warnen vor einem bevorstehenden Völkermord. Und im Global Peace Index liegt dieser Staat tatsächlich nur knapp vor Syrien. Und Sie sagen, wir gehen da raus. Dies können wir nicht sagen. Und wenn Sie sagen, wir wollen humanitäre Hilfe, das ist ja richtig und wichtig, aber wie wollen Sie denn humanitär helfen, wenn es nicht mindestens Zonen gibt, die gesichert sind und die humanitären Helfer überhaupt arbeiten können? Sie können doch keine humanitären Helfer dahin schicken, wenn Sie sie dramatisch gefährden. Also, richtig ist ja, dass Fehler gemacht wurden und auch darauf ist hingewiesen worden und dass aus diesen Fehlern der Mission auch Konsequenzen gezogen werden müssen, um die Situation zu verbessern. Die Vorwürfe, die man den Vereinten Nationen gemacht hat, wiegen natürlich schwer. Sie haben die Zivilisten eben nicht hinreichend geschützt. Und da bin ich ja an dem Punkt auch bei Ihnen. Nur was ist die Konsequenz daraus? Dass man versucht, Fehler zu vermeiden und Fehler zu korrigieren, sie transparent, eindeutig und ehrlich offenlegt. Und das ist geschehen und das wird weiter geschehen. Man hat gesagt, Führungsschwäche. Man hat gesagt, dass die Teile der Einsätze chaotisch und wirkungslos gewesen sind und hat Konsequenzen gezogen. Man hat Abläufe und Befehlsketten korrigiert, man hat Verantwortlichkeiten und eine bessere Organisation der Mission organisiert. Und all das trägt dann dazu bei, dass dieser Beitrag wichtig ist und wichtig bleibt. Und selbst wenn es nur 15 Bundeswehrsoldaten oder 16 im Augenblick sind, sie leisten einen wichtigen Dienst, einen wichtigen Stabsdienst und zur Steuerung der Mission. Und auch von meiner Seite möchte ich mich ausdrücklich bei denjenigen bedanken, bei den Soldatinnen und Soldaten, die in dieser schwierigen, nachweislich schwierigen Situation im Einsatz sind. Und vielleicht noch ein Letztes. Wir reden ja im Augenblick sehr viel über Verlässlichkeit von Außen- und Sicherheitspolitik. Und zur Verlässlichkeit, weil wir natürlich Sorge haben, dass dies künftig bedroht sein könnte. Und gerade deshalb denke ich auch, an dieser Stelle sollten wir verlässlich sein, sollten wir bei den Menschen bleiben, sollten wir ihnen helfen, und nicht uns selber vorwerfen, dass wir am Ende noch schuld sind daran, dass diese Staatsgründung zustande gekommen ist und es den Menschen jetzt da
so schlecht geht. Das ist wirklich abwegig, Frau Buchholz, und es ist falsch. Und deshalb bitte ich am Ende, lassen Sie uns dieses Mandat fortsetzen und ja, alle Unterstützung den Soldatinnen und Soldaten geben, die nötig ist, und in der Hoffnung, dass es diesem Volk irgendwann besser geht. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr.